Yo, 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 was geht ab? Und wir sind erneut am Start als Indiana Jones in Ark, um Artefakte zu finden. Ja, ich habe da gestern noch mal ein bisschen YouTube durchstöbert und mir Koordinaten aufgeschrieben. Und die werden wir heute zum Teil, nicht alle, abklappern. Ein, zwei sind unter Wasser. Ich habe überlegt, vielleicht nehme ich doch einfach mal eins von den beiden Wassertieren. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und wir werden auch die ein oder andere Höhle erneut besuchen, denn es gibt eine Höhle mit zwei Artefakten, in der wir drinne waren. Und eine andere Höhle hat eine versteckte Wand, die ich nicht. Ja, hat eine versteckte Wand an sich. Nicht sofort erspäht habe. Und das ärgert mich tatsächlich. Ich habe die Wand sogar angeguckt, glaube ich. Daher, ja, wir haben einiges zu tun. Ja. Und Katze, bist du jetzt bald mal fertig hier? Je nachdem, was wir heute für Artefakte dann finden, vielleicht schaffen wir dann ja am Ende die gute alte Lieserix. Gut, Mutter. Weiß gerade gar nicht mehr, was man für die braucht. Ich stelle jetzt hier mal das eine Artefakt rein, was wir haben. Kann ja noch mal zu der Höhle fliegen, damit ich ungefähr weiß, welche Artefakte wir für die Brutmutter brauchen. Ich weiß, bin der Meinung, es waren die Grünen, ne? Also Jäger haben wir, Rudel. Was gibt's noch in Grün? Schlau? Ne, das Schlauen haben wir. Jäger fehlt und Rudel fehlt und ich glaube, eins brauchen wir noch. Ich flieg da kurz mal hin, wir gucken nach und dann, ja, wenn wir die heute bekommen. Kann ich da ja theoretisch eingehen? Ne? In Alpha? Wir können es probieren. Muss ich halt vorher nochmal ein Backup machen von der App. So, Katze, kannst du dich jetzt mal bitte hinlegen hier? Ah, das wäre sehr schön. Würde mich zumindest freuen. Oh. Hier war die Höhle mit dem, na? Wo die Unterstützer der Map verewigt wurden. Da gibt es leider sonst nichts Interessantes drinne. Schöner Bauspot, aber uninteressant. Jetzt leg dich doch mal hin. Hör auf zu kneten, Junge. So, ich glaube, hier vorne irgendwo war die Höhle mit der Brutmama. Dann gucken wir da mal schnell vorbei. Katzen, schön und gut. So, irgendwo hier müsste gleich eine Hütte aufploppen, glaube ich. Ah, ich weiß gar nicht. Bin ich vielleicht schon vorbei? Das war echt ein Krampf, das Ding zu finden. Ich glaube, da hinten rum ist schon die Höhle vom. Nee, ach, guck mal da. Megapithecus. So, flatter, flatter, flatter. Es gibt auch wieder eine Höhle, wo wir. Es ist warm. Eventuell eine Gasmaske brauchen. Dann müsste ich mal gucken, dass ich vielleicht vorher eine mache. Ja, schauen wir mal. So. Ach, guck mal, wir brauchen nur drei: Gewaltigen, Jägers und Schlauen. Ach, guck mal, die Alpha können wir gar nicht. Ja, gut, dann machen wir erstmal die Beta, die Gamma heute. Möglicherweise, wenn ich alle Artefakte dazu finde. Hier muss ich ja noch ein paar Tiere für töten, ne? Da brauchen wir auch noch Kanboa-Gift und so weiter.
Okay. Gut, also Jäger, Schlauen und Gewaltigen. Ein paar ekelige Tierchen. Glaube, hier vorne war eine Abzweigung. Hier könnte Loot sein. Okay. Komm, ich nehm jetzt einfach alle Runen mit, die ich sehe. Scheiß drauf, ob wir genug Erfahrungspunkte sammeln. Okay, ich würde als erstes nochmal in die Höhle gehen, in der wir schon waren, ja? Und zwar ist das die Lava-Höhle, wo wir gestern drinnen waren. Da gab es noch einen zweiten, oder da gab es ja diesen großen Raum, wo ich drinnen war und ein bisschen enttäuscht war, dass da nichts drinnen ist. Und wir haben es in dem zweiten Raum gemerkt. Das Artefakt ist nicht sofort gespawnt. Man muss da wohl ein bisschen drinne verharren im schlimmsten Fall. Ich habe sogar gelesen, dass einige Leute 10 Minuten da drin gewartet haben, bis das Artefakt dann gespawnt ist. Und ich würde einfach sagen, wir gucken mal rein, wir warten kurz und wenn es nicht spawnt, dann nehme ich den Spawn-Cheat dafür, weil es ist ja eigentlich da. Ne? Es ist ja wie in auf der Island, gibt es ja immer ein, zwei Höhlen pro Spielstand, die man die Artefakte nicht spawnt. Was ja schon sehr ärgerlich ist. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre dann die Schneehöhle, die oben auf dem Berg war, glaube ich. Die anderen Höhlen müssen wir halt suchen. Beziehungsweise, ich habe die Koordinaten, wir fliegen dann einfach dahin. 3 Stück sind unter Wasser. Und in einer brauchen wir Gasmaske. Mal gucken, wie gesagt, wenn wir die drei haben, die wir für die Brutmutter brauchen, dann würde ich auch zum Bossfight gehen. Und danach sammeln wir dann die Art anderen Artefakte. Wenn ich natürlich jetzt erst die für den Affen finde, dann brauchen wir die. Gehe auch stark davon aus, dass eins davon in wird. Der Sumpfhügel. Ich brauche den Ghillie-Anzug, stimmt. Die Frage ist, wo habe ich den Ghillie-Anzug hingepackt? Habe ich den in die Werkbank gelegt oder habe ich den im Schrank gelassen? Alles, ich habe den im Schrank gelassen. Natürlich! Natürlich, Schrank. Natürlich nicht, doch da. Zack und zack. Gleich mal anziehen hier. Zack und zack. So. Perfekt ausgestattet für eine Lavahöhle. Na, Pelzhandschuhe, Pelzschuhe. Und einen Totenkopf. Von einem Rike. Und dann mal schauen, vielleicht schaffen wir das diese oder bis Ende nächste Woche die Bosse zu klatschen und dann können wir zurück auf die Wüstenmap. Mit einem Fenrir, den wir als Belohnung bekommen. Anders kriegt man den ja leider nicht. So. Ja, hier kommen. Könnt mich alle mal. Wenn wir schon hier sind, können wir gleich nochmal ein. Ach, guck mal, es ist gespawnt. Da ist es. Super. Dann müssen wir jetzt bloß einen Haufen Fledermäuse töten, mal wieder. Again.
Solange ich keine Megatollwut kriege, ist das vollkommen okay, ne? Aber das geht ja sehr schnell manchmal. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dich zu infizieren. Oder dass eine Fledermaus das hat. Wenn sie das hat, bist du ja zu 100% infiziert. Damals gab es Höhlen, da hatte jede Fledermaus das. So, jetzt müssen wir bloß die ganzen Kackbiester hier wegkommen. Hello there! Einmal bitte. So, ich muss mal kurz hier ein bisschen. Oh, falsch. Ich darf nichts Falsches drücken, dann liege ich in der Lava. Lootbags sind auch dezent schwer, ne? Ich würde ja schon einfach alles voll in die Lava locken, ne? Los, hier, los. Burn, baby, burn. Ah, sie kommen alle. Sehr gut. Sind auch doll. Guck mal, wie der voll da reintaucht, Alter. Mal 1000 Füße. Aber die kommen dann auch wieder raus. Das ist schlecht. Los nicht abspacken hier drin. Mehr, Junge! Wir müssen halt richtig in so einen Lavatümpel hier fallen, ne? Dass die aufgehen. Ja, Bruder, komm, komm. Put, put, put. Put. Ja, so ist gut. 200.000 Füßler. Cool, dass da dann steht, Desmodus killt den, ne? Weil die macht ja eigentlich gar nichts. Hier, komm. Ja, so geht's natürlich auch. Nein! Ich hab R gedrückt, weil ich nachladen wollte. Nein! Oh Gott! Das war's mit dem Loot, ne? Der liegt in der Lava. Scheiße! Och nö, Digga! Ich weiß nicht, ob die Desmodus jetzt an der Wand sitzen bleibt. Der Sinomarkrops wird erneut sterben. Junge, wie oft ist das Vieh schon gestorben? Und immer finde ich einen Weg, es zurückzuholen. Ich glaube diesmal nicht. Oh Gott. Nee. Mann. Das ist doch kacke. Ich habe jetzt auch nichts für Hitzeisolierung oder so, wenn ich da reingehe, ne? Einzige. Wenn ich gut bin. Schnell, schnell, schnell. Ich brauch so ein Pull-Tool. Ist kalt. Deine Mutter ist kalt, Alter. Oh, was brauche ich dafür? Damit kann ich mir vielleicht mein Stuff wiederholen, ne? Oh, nee. Junge, ey. Was ist denn jetzt mit der Maus los, Alter? Nee, 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 nee. Nur Schnodderschiss hier. Ach. Warum?
So, Maus, jetzt mal bitte nicht rumspacken. Habe auch nichts, was mir da drin jetzt. Willkommen. Rüstung anziehen. Wenigstens etwas Rüstung hab. Und dann mit der zweiten Death-Modus da rein, ne? Scheiße. Oh, das ist zum Kotzen. Oh nee, die haben ja nicht mal einen Sattel. Das spackt hier auch gerade ein bisschen rum. Das finde ich jetzt gar nicht cool. Death-Modus Sattel. Zack. Schneller. Tinte mit. Was muss ich mich auch da an die Wand setzen und schießen? Höher gelevelt. Sattel nicht genug. Ey, das fängt richtig gut an, ne? Wir machen doch keinen Bossfight heute. Fledermaus zum Einsatz. Ah, dummer Anfängerfehler. So, werden wir wahrscheinlich brauchen. So, rein da, pullen. Ich weiß halt nicht, verbrennt der Loot instant, wenn der da reinfällt, oder liegt der da noch in der Lava, ne? Logisch wäre natürlich, er verbrennt. Dann bin ich am Arsch. Dann sind ganz viele Ressourcen nämlich einfach weg. Junge, hör auf zu laggen. Ja, Schnauze. Keine Zeit für dich. Mein Loot liegt da scheinbar noch. Der Sinomarkrops kämpft auch. Ich weiß nicht, wie lange der durchhält. Das Ding ist halt, ich sehe auch gerade kein Level und kein. Ne? Itemspeicher. Blutinfusion. Alter, alles. Habe ich denn alles im Inventar? In persönliches Inventar. Transferieren. Ich glaube, ich habe alles. Junge! Alter! Los, ruft da. Der Sinomarkrops hält das nicht mehr lange durch, der ist gleich tot.
Alter, diese Spinnen, ne? Muss nur kurz absteigen können, dann haben wir hier alles. Dann überlebt. Wo ist denn jetzt der Synomakrops? Oh. Gott. Flieg doch. Alter. Ein so ein scheiß Artefakt, ne? Und deswegen machst du so einen Aufstand hier. Oh, jetzt kommt die nächste. Können die mal aufhören nachzuspawnen? So. Das noch funktioniert hat, ne? Aber Synomakrops fast tot, ne? Also hat auch gut Schaden genommen. Noch ein bisschen auf Damage. Hier auch Bären da laut. Egal. Nicht hinterfragen. So, zack. Zack. Ich zieh Gilly-Handschuh nochmal an. So. Okay. Gehen wir schnell nochmal zum zweiten Artefakt, dann holen wir das nochmal, ne? Dann haben wir da schon mal ein Backup. Hier durch das. Scheiß Cave ohne Fledermausmasse, ne? Was von am Arsch. Ey, Spinny! Mal runter hier. Alter. Doch verarschen. Ja. Put, put, put. Eine Skorpione. So. Oh, hier sind die instant tot drin, ne? Guck mal. Ich glaube, das ist heiß. So, guck mal, hier ist auch noch so ein rotes Ding. Das nehmen wir auch mit, eine Rune. 24 von 100. Und so. Das Schöne ist, hier kann von den anderen Tieren halt auch nichts rüber, ne? Alles, was rüberkommt, fällt runter. Die Schlange. So, bloß wieder raus hier aus dieser gottverdammten Höhle. Und schnell an den nächsten Ort der Verzweiflung. Ah, das genug. Gut, Flint.
Theoretisch ja. Runen. Steinschleuder nicht so. Ach, eine normale Schrotflinte ist okay. Ah, nehme ich. Alter, ohne Fledermaus bist du hier drin so aufgeschmissen. Aber we did it. Mit einem Tod. Ist doch eine gute Quote. Halbe Stunde, ein Tod. So muss das. Zack und zack. So. Jetzt muss ich hier mal kurz. Jetzt haben wir zwei so eine Tools. So. Nee. So. Und dann. Hä? Nicht daran, ich muss weiter in die Richtung. Hier irgendwo. Ach, guck mal hier. Lol. Okay. Dann gehen wir mal hier rein, wa? Warte mal, ist es warm hier drinne? Es ist sehr warm hier drinne. Oh, 60 Grad, scheiße. Puh. Aber theoretisch habe ich ja meine Wasserflasche, ne? Geh die mal kurz nachfüllen. Die ist, glaube ich, wichtig da drin. Die ist halt auch super für die Tech-Höhle oder so, ne? Wenn wir das nächste Mal. Gleich wieder bei der Base sind, gucke ich auch gleich mal, dass ich eine große Bärenfalle schon baue. Und wie viel Metall-Behemoth-Gate ich bauen könnte. So, gucken wir mal, wie tief die Höhle ist. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe bei den meisten Höhlen tatsächlich nur geguckt, wo die sich finden. Wie es drinnen aussieht, klar, ich habe beim Durchskippen immer so ein bisschen was gesehen, aber. Oh shit! Kann da nicht rein. Das ist ein Desmodus. Frage ist, gehen die auf mich los oder? Alter, 560? Was ist denn dein Problem? Und die kannst du zähmen? Alles. Oh nein, die greifen an. Shit, Alter. Oh shit. Ist halt das Problem, ne? Die grabben mich dann vom meiner hier runter. Flieg! Junge, ich sehe nichts. Scheiße, Mann.
einzige. Jojo, Katze, du fällst gleich. Kann die mich überhaupt vom Tier grabben, wenn ich auf dem Death-Modus sitze? Ne, das ist auch. Also vom Rex kann die dich ja runtergrabben. Ah, die Frage ist halt, wie viele sind da drinne? Und wie gefährlich werden die mir? Schauen wir mal. 10 Schuss habe ich noch. Nicht 35. Ih, oh Gott. Sehe nichts. Bam, Junge. Okay. Einmal kannst du von Death-Modus nicht runtergegrabt werden. Krasse Höhle. Richtig krass, Junge. Ja, wo kommst du schon wieder her? Level 15, Alter. Alter, was ist das für eine geile Färbung? Guck dir die mal an. 580. Ey, ich muss mal kurz. Bisschen Stamina raggen. Bam, Junge. Alter, die macht aber auch Damage. Alter. Scheißvieh, ne? Alter. Hoho. Hier jetzt ordentlich reingehauen. Pisst euch, Junge. Ja, Zeit für euch. Ey, an sich, ich will nur schnell das Artefakt, dann bin ich hier raus, ne? Das ist ja. Frage halt, wo ist es, ne? Ich meine, die Cave ist hier scheinbar zu Ende. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt auch wieder nicht spawnt, ne? Posis von diesen Runen. Hier, los, kommt rein in die Lava mit euch. Zack, zack, ich warte. Ach, guck, da ist es. Artefakt ist immun. Aber geile Farben haben die Tiere. Bei Spinnen und so sieht das voll geil aus, wenn die bunt sind, ne?
Dafür, dass es die ekligsten Tiere sind. Ey! Komm zurück! Guck mal, die. Die kriegen noch besiegt. Gemacht. Jetzt sind da. Neue Death-Modus gespawnt. Alter. So, ich hab das Ding. Junge. Sowas von raus hier, ne? Auch wieder Tag draußen. Kurze, knackige Höhle, aber Hitze schlecht. Desmodus schlecht. Okay, aber das ist, glaube ich, für den Drachen das Artefakt. Das Problem ist jetzt, die anderen Höhlen sind weit, weit weg und unter Wasser. Also weit, weit weg oder unter Wasser. Da unten ist der Giga. Du bist so wunderschön. Ha, gut. Schon wieder. Irgendwo hier vorne scheinbar, warte mal. So, und jetzt straight einfach in die Richtung. Hier. Ach, kick mal einer an. Sehr gut versteckt, muss man sagen. Sieht mir auch so sumpfhölig aus, ne? Ach du Scheiße! Holy moly, sind das. Ei, guck mal hier. Dire-Bär Level 235. Ja, moin, fuck you, Alter. Ey, hier mit einem fucking Megatherium rein und yalla. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, er fliegt durch wie ein Profi. Thylacoleus? Oh, Level 40, Level 180, er Thylacoleo. Scheiß Insekten. Geh mal weg. Ich will bloß das Artefakt. Oh ne, hier ist Ende der Höhle, ne? Hier ist Ende der Höhle. Wo ist denn das Ding? So, weg. Ich habe keine Stamina mehr. Nein! Bruder. Ich gehe mal ein bisschen auf Leben. 30. Rune.
So, das ist halt die Frage. Ist das Artefakt müsste ja hier ganz hinten sein, ne? Aha. Zehner plus 1000 Leben hier, komm aufs Maul. Ah! Böser Tüler! Guck dir mal an, wie der da unten aussieht, Alter, mit 290! Oh Gott. Ich guck mal kurz nach, ob ich das Video noch finde. Und dann gehe ich mal auf die Stelle und guck, wo. Jetzt nicht lange suchen. Vielleicht bin ich an der falschen Stelle, vielleicht bin ich richtig und das Ding muss erst spawnen wieder. Was sehr schlecht wäre. Ist da was? Jetzt wäre es auch gefährlich, wenn das jetzt kommt, ne? Da muss ich die erst wieder weglocken. Oh, guck mal, hier oben ist Loot. Sabertooth-Sattel und. Nicht den hier sicher abstellen? Lol. Die Fledermaus denkt schon wieder, sie ist irgendwo an der Wand. Ah, ein blauer Holzknüppel ist jetzt nicht so geil. So, okay. Wo ist das denn? Doch, das ist es. 84. Okay, scheinbar bin ich hier an der falschen Stelle. Ich glaube, wir haben bloß eine falsche Abzweigung genommen. Ich habe gar nicht gesehen, dass es hier mehrere Abzweigungen. Ne, wir sind. Ah, lol. Ey, da oben ist noch ein Loot Drop. Ah, scheiß auf den. Ja, cool. So schlau musst du erstmal denken. Guck mal hier. Lol. Wie voll diese Höhlen aus sind. Na, eigentlich hast du im Singleplayer ja nicht ganz so volle Höhlen wie im auf einem Server. Ah, das sieht schon geil aus hier, ne? Guck mal. Teddybär. Ein Blueprint für eine Chitinhose. Die nehmen wir mit. Oh, guck mal da. Alter. Guck mal, hier werden die sogar geehrt. Der Drache, die Brutmutter und der Megapithecus. Nice. Cool. Aber es ist nicht das Artefakt, was wir haben wollten. Ja, es ist das Artefakt der Stärke für den Drachen. Ja, gut, werden wir auch noch brauchen, aber
Mal, ist auch ein Weg. Wo führt Altair? Altair. Chitinstiefel in Gelb und ein Manta-Sattel. Nehme ich. Hier. Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation. Sarkos Level 290. Ja, fick doch die Henne, Alter. Mega Piranhas. Terranwan-Sattel Blueprint in. Oh, hier habe ich wieder Angst, dass ich irgendwie runterfall, ne? Mensch, hör doch mal auf, dich da an die scheiß Wand zu hängen. Ach, dann fick dich. Scheiß auf dem Terran oder. Ah! Böse Fledermaus. Warte mal. Ne, von hier kommen wir. Dann flattern wir hier mal durch. Lol, hier ist ja gar nichts, oder? Kommt man scheinbar nicht durch. Ja, dann zurück. Na, durch den. Alter. Stell mal vor, du hast das nicht auf Gamma 3 und weißt das nicht. Du findest diese Dinge einfach nicht. Krass. Statuen sind schon geil auf der Map. Möchte bitte für die alten Maps noch ein paar grafische Überarbeitungen. Oh mein Gott, Alter, das ist aber auch. Holy moly. Die Tierchen hier drin haben scheinbar gute Arbeit geleistet und die Knochen sauber abgenagt. Pteranodon, geh nicht in diese Höhle, du wirst sterben. Die killen dich einfach. Aber wir haben es geschafft. Nice. Gut, dann ist die nächste Höhle bei 739. Oh, weit, weit in diese Richtung. Eigentlich hätte ich hier jetzt noch eine Hütte bauen müssen, ne? Aber scheiß drauf. Ja, wir müssen ja nicht vor jeder Höhle eine Hütte haben. Ist zwar mal cooler, dann findet man die besser und man kann auch sterben, ohne 20 Stunden zu brauchen, um wieder hinzukommen, aber den ich nur für Steinbjörn brauche. Gut, und ich weiß jetzt, dass man Golems mit Gigas macht. Das kommt auch noch dazu. Ja, ich guck gleich mal, was wir an Metall haben und dann. Ich habe ja eben schon eine ganze Menge verbraucht, alleine weil, ne, Munition. Aber cool. Kann man machen. So, 39, 7. Das muss hier irgendwo gewesen sein, ne? Genau, da ist es. Das ist so lame, ne? Ich bin hier rein. Ich bin hier runter. Und hat mich hier umgeguckt. Und man würde hier nichts vermuten. Aber guckt euch das Ding an. Es ist einfach lame. Zack, hier ist eine Höhle.
Megalosaurus. Mit cooler Farbe. Guck ihn dir an, wie süß er ist. Der ist so putzig. Naja, wenn er aufwacht, nicht mehr. Aber der wacht erst auf in 4 Minuten. Okay. Tiefer rein unter die Erde. Ach, guck mal, da ist es schon. Ach, das ist eins von denen, die wir brauchen. Das ist ja eine Easy Cave. Woher bitte? Ist der gerade im Wasser? Krokodil. Darko Level 200. Das sieht so groß aus. Ich glaube, das täuscht, ne? Aber es ist hungrig. Blaue Fledermaus? Cool. Gibt es hier noch was in der Höhle? Ja, Spinnen. Alter. Jetzt müsste hier einfach so eine riesige Brutmotte. Oh, das ist gar nicht gut. Polovias. Ich kann mich abmounten. Ja. Genau das meine ich. Ah. Passiv. Nein. Komm schon. Bruder, jetzt mach doch nicht diesen. Oh mein Gott. Oh, ich bin safe. Alter. Wir machen hier auch Höhlenabenteuer heute, ne? Da ist noch einer hinter. 160. Ah, ja, der da wäre cool, ne? Den würde ich einfach nur wegen der Farbe zähmen, aber. Wobei, gut, die normalen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen. Ein Blueprint für eine Pelzhose. Und ein Raptorsat. Ähnlich. Es sind Blueprints. Die wiegen eh nichts. Okay, das heißt, wir haben Jäger und Schlau. Wir brauchen jetzt noch, glaube ich, brauchen wir Fresser oder was war das? Ich habe schon wieder vergessen. Aber nächste Höhle wäre bei 49,12. Die ist mit Gas gefüllt. 49,12. Das ist da unten auf der Insel. Da waren wir auch noch gar nicht. Oder bei 8,24. Machen wir 8,24 und dann fliege ich einmal nach. Ich fliege einmal vorher nach Hause. Ja, bevor wir dann die Artefakte verlieren. Nee, nee. Da muss man echt sagen, die Höhlen hier haben es in sich, ne? Also ich dachte, mit dem Desmodus da durchzufliegen, macht das Ganze einfacher. Ah, Bullshit. Weil das Ding ist halt kein guter Kämpfer, ne? Das kann zwar fliegen. Aber ein kampferprobtes Tier ist das nicht.
Okay. Du, ich nenne nur die Testmodus nicht. Die bleibt hängen. Da wieder nicht. Vorführeffekt. Dum dum da dum dum da 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 0824. Null acht haben wir gleich und die 24 haben wir auch gleich. Also hier vorne. Null acht drei ist schon mal richtig. Hier. Aha. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich hab voll die falsche Fledermaus. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das kann doch nur schief gehen. Ja, scheiße. Die Pullovertiere. Sind ein Problem. Ein bisschen kann man dem Ganzen ja ausweichen. Ach du Heilige. Ja, kommt, hier runterfallen ist gut. Jetzt runter in die Tiefe. Bloß nichts Falsches drücken. Ah, den Pullovias musst du halt aufpassen. Ne? Gott, oh Gott. Gucken, dass man vielleicht eins von denen trifft. Damit die alle angelaufen kommen. Junge! Das Eingegrabene kommt auch.
Ja, apropos eingegraben. Großes Artefakt. Guck mal, da sind drei Stück eingegraben. Alter. Gut, schau mal kurz. Also wieder für den Drachen, so wie es aussieht. Das Artefakt des Himmelherrn. Und ich stehe schon richtig, ne? Also warten, bis es spawnt. Hier vorne. Oh, guck mal, hier kannst du auch lang fliegen. Lol. Lol, das ist ja geil. Cool gemacht. Alter. Ja, das ist doof, dass es jetzt nicht spawnt. Aber an sich theoretisch, wir waren ja hier, ne? Könnte man sagen, jo, pass auf, einmal kurz Spawnbefehl. Ich flieg mal noch mal ein Stück zurück und wieder zu und wieder, ne? Zum Yeti. Und vielleicht, wenn man immer so ein bisschen aus der Renndistanz ist. Aber sieht nicht so aus. Da vorne müsste das eigentlich sein, laut dem Video. Genau vor diesem. Komischen Affen. Naja. Gut, also Himmelherren müssen wir uns scheinbar ran spawnen. Ne, es ist gespawnt, okay. Das dauert teilweise auch echt lange, ne? So, dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Ich brauche ein Scuba-Gear. Eine Atemmaske. Eine Gasmaske. Dann geht's auf die Insel, wo wir noch nicht waren. Und dann sind nur noch Unterwasserhöhlen drei. Oh Gott. Pullover-Tiere! Revolver und Holzknüppel. Scheiß drauf. Bruder, ich will hier weg. Alter, das Problem ist jetzt auch, ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht, ne? Scheiße! Ich kam von hier. Oder?
Scheiße, wo ist der? Wo ist der Ausgang? Ja, muss ein roter Loot Crate sein. Ah, Pullover-Tier. Und da ist auch noch ein gelber Loot Crate. Kann dann nur nicht runter. Wenn ich da runtergehe, bin ich tot. Haben wir von. Alter, von wo kamen wir? Heilige Scheiße. Ich bin aus dieser Richtung gekommen. Wollte mal gucken, wo der fucking. Alter, ist aber auch, ne? Mal, du kommst hier rein und siehst diese. Ja, ich weiß, wo das ist. Hier unten. Guck mal. Oh Gott. Junge, wie sollst du das finden als normaler Mensch, wenn du da wieder raus willst? Glück, dass das Pullover-Tier nicht angegriffen hat. So. Schnell zurück nach Hause. Den Weg finde ich auch so. Mit dem geilen Nachthimmel, ne? Das sieht schon nice aus. Zack. Oh, so. Richtig cool. I like it. Da habe ich geklickert. Geil. Eine Katze Energy. Zack. 49, 14, 2. Junge, das sieht hier schon pfui aus, ne? Alles so grau und tot. Also hier irgendwo. Aha. Okay. Es klappt hier nicht mit einem. Alter, was ist denn das da im Wasser? Das klappt hier nicht mit einem Tauchanzug. Achelon. Das ist ärgerlich. Heißt, ich brauche eine Atemschutzmaske. Heißt, stelle ich denn das Zeug her? Da war es doch. Substrat. Fehlt der Substrat. Öl, schwarze Perle und Harz. Ja, ich könnte.
Könnte nicht, nur ich muss wahrscheinlich. Zurück auf Island. Pass auf. Das mache ich jetzt nicht. Alter! Krasse Viecher. Die müssen wir auch zählen, aber ich weiß nicht. Irgendwie mit diesen Fischschwärmen. Also, doofe Frage, aber kann ich auf deinen Rücken landen? Nee. Oh, nein! Oh Gott. Oh. Ich glaube aber, man kann auf dem Rücken von den Viechern bauen. Was liegt denn da? Ich glaube, das sind diese komischen Fische, ne? Ja, das ist echt schade, dass das hier nicht mit Tauchanzug geht, ne? Aber gut, dann hat die Gasmaske wenigstens auch mal einen Sinn. Sonst ist die halt nur PvP nützlich. Wenn jemand Gasbomben wirft. Na gut, dann würde ich doch glatt mal sagen, ich mache Feierabend. Ich werde dann nach Hause fliegen. Ich setze mich hier irgendwo ab. Bin knapp bei 2 Stunden. Wir haben 6 Artefakte bekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ja. Hoffe, du hast Level. Ja, und dann würde ich einfach sagen, schon ein bisschen gruselig aus da so hinter mir, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Unsere Rin. Die Desmodus sagt auch Tschüss. Bye bye.